Accession number 2947, Herr Bock, reel 1. 1283, take 1. Herr Bock, können Sie mir sagen, was Sie, also Januar in 33, was Sie von der Machtübernahme hielten von Hitler, Sie von Hitler hielten? Ja, im Allgemeinen waren viele Bekannte, waren sehr betrübt, gell? Es war eigentlich, hat sich wenig getraut zu sagen. Viele haben den Hitler ja gewollt, viele haben ihn aber auch abgelehnt. Und wie kamen Sie zum, Sie waren bei Musik, erzählen Sie mir, wie Sie zum SS kamen. Bei der Musik war es so, wir hatten einen Obermusikmeister mit namens Reg. Er hat früher bei der Kavallerie Minden gedient und später war er Obermusikmeister bei der Feldartillerie, bei den 41er in Ulm. Es war ein sehr tüchtiger Musikmeister, gell? Nicht umsonst hatte er den Rang Obermusikmeister. Und er hat hier die Kapelle zu einem hohen Ansehen gebracht. Es war ein großer, schöner Klangkörper, kann man sagen. Wir waren zum Teil 32 Mann stark und hatten schöne Sachen aufgeführt, die der Obermusikmeister selber zum Teil arrangiert und umgeschrieben hat. Und wir haben geschriebene Sachen von unserem Obermusikmeister lieber gespielt als wie gedruckte Sachen, weil die haben einen viel volleren Klang gehabt und im Allgemeinen eine ganz gute Klangfarbe. Also Sie waren dann schon eine Musikgruppe und was passierte dann? 1933, nach der Machtübernahme, gell, vom Hitler, das Ansinnen gestellt, die Kapelle umzuwandeln in eine sogenannte SS-Musikkapelle. Da die Leute aber alle nicht so die Gräse hatten, 1,72, wurde der SS-Musikzug dann zum sogenannten Reitersturm, SS-Reitersturm, also zugeteilt. Wir liefen dann unter dem SS-Reitersturm, der war früher hier der Fahr- und Reitverein. Es waren sehr hohe Personen dabei, wenn ich zum Beispiel betone, die Buschfabrik Lutz, der Chef, und dann die große Molkerei, der Schweier. Aber es waren lauter Persönlichkeiten, die, wo ich glaube, fast hat so den Anschein gehabt, innerlich nicht so zu Hitler standen, wie man vielleicht glaubte. Und was hat der, ich meine, der, man hat sich da das überlegen müssen, der, was hat der Obermusikmeister gesagt? Also hat sie alle gesagt, wir müssen da hin, sonst dürfen wir nicht mehr spielen. Können Sie mir erzählen, wie man, sie hätten nicht mehr spielen dürfen, dass sie, also was er gesagt hat? Also ja, das war schon mit einer kleinen Schwierigkeit verbunden, nicht? Also der zum SS-Musikzug übertreten sozusagen. Zwei haben sehr große Bedenken gehabt, das war damals der Chorführer bei uns, der erste, der zweite Dirigent, der Käsmeier, und dann der andere, der wo Schlagzeug gespielt hatte bei uns bei der Musik, die wollten nicht mitmachen. Aber dann ist der Zwang schon so derartig aufgetreten, dass ein gewisser Hauptsturmführer Hagenmüller gesagt hat, er weiß, es sind nur zwei noch bei der Musik, die wo dagegen sind, dass man SS-Musikzug macht. Aber da haben wir ja einen Ersatz, den Meier in Jedingen und den Käsmeier, den stecken wir dann ins KZ. Obermusikmeister Reg hat natürlich auch seine Bedenken gehabt und hat gesagt, sollen wir diesen Klangkörper jetzt über Bord schmeißen? Tag und Nacht habe ich mich für die Musik Noten geschrieben und habe meine ganze Kraft dafür eingesetzt. Aber wir können ja nicht gegen den Strom schwimmen. Ich glaube, wir können nichts anderes machen, als wir, dass wir es halt annehmen, hat er gemeint, nicht? Sie sind dann also bei der SS-Musik gewesen und in Frankreich Feldzug als Soldat und wurden dann also verletzt. Können Sie mir sagen, wie Sie nach Auschwitz kamen? Ja, Ihre erste Frage, wenn ich beantworte, beim SS-Musikzug, das hat so ein paar Jahre so ein leidliches Guttun gehabt. Der Obermusikmeister hat einmal ganz verbittert gesagt,
Ich habe doch hier auch was dort, hatte auch Auszeichnungen, hervorragende Auszeichnungen. Die kriegen alle noch den Veitstanz, die kommen alle noch zusammen ins, auf den Saumarkt Nürnberg. Wir waren damals eigentlich erschrocken, aber ein ganz alter SS-Mann, wo bei uns bei der Musik war, der hat gesagt, nach der Probe zu mir, Richard, hast du das auch gehört, was der Obermusikmeister gesagt hat heute? Weißt du, wenn das wahr ist, was der Obermusikmeister gesagt hat, dann bringen wir eigene noch der Hitler um. Aber ich habe gesagt, das bringt ihr nicht fertig, denn seine Bewachung ist viel zu stark. Und wie war es bei der Röhmputsch? Also waren Sie auch ziemlich erschrocken da? Röhmputsch, nein, da waren wir eigentlich die Andersdenkenden. Ich, nach meiner Überzeugung, ich habe mich eigentlich gefreut darüber momentan. Aber wo man dann hörte, gell, dass der Rehm erschossen wurde, da war es einem sehr leid, weil man hat den Rehm damals als humanen Mann sich vorgestellt. Rehm wollte nach meiner Anschauung doch mit Frankreich eine große Freundschaft machen. Nicht? Und das hat dem Hitler wahrscheinlich nicht gepasst oder dem Himmler. Weil der Himmler ist ja dann in die Fußstapfen vom Rehm gelegt, als Machtmensch eingetreten, kann man sagen. Weiter war es so, an dem Tag, wo der Röhmputsch war, war die SS, der SS-Sturm Ginzburg, war kommandiert in den sogenannten Stadtgarten. Damals kam der Obergruppenführer Freiherr von Eberstein. Wir, die Musikkapelle, haben den preußischen Präsentiermarsch gespielt. Er hat die Front abgeschritten und dann habe ich halt von etwas von seinen Worten noch mitbekommen. Verräter. Diese Verräter, wie er gesagt hat, und die sah als Verräter betitelt. Nach dem Appell sind wir aus dem Stadtgarten gelaufen. Die Musik hat sich eigentlich auseinanderbegeben. Freien Zelt sind wir rausgelaufen, haben aber ein paar SS-Männer sind neben mir gelaufen. Gell? Und in dem Moment ist gerade ein LKW in den Bus hergefahren mit SA-Leuten, die waren in Grumbach, da war scheinbar noch Versammlung. Und eine Drehkundgebung für den Führer oder vielleicht zum Schein, ich weiß nicht. Auf jeden Fall haben die SS-Männer neben mir gesagt, schau, die Verräter, jetzt kommen sie. Und überhaupt von damals an, vom Röhmputsch, habe ich gemerkt, dass zwischen SS und zwischen SA eine ganz große Kluft war. Sie hatten doch einen jüdischen Freund gehabt, also Bekannte von Ichenhausen. Können Sie mir da erzählen, was in der Turnhalle passiert? Ja, mit dem habe ich Freundschaft gehabt. Schon vor der Machtübernahme vom Hitler. Es war ungefähr an der 32, wird es gewesen sein. Da war ich mit ihm in der Turnhalle. In der Turnhalle war Tanz. Wir sind beieinander gesessen. Er war ein schöner, lieber, netter Mensch gewesen. Moses Kaplan hat er geheißen. Wir haben aber zu ihm nur gesagt, Mokka. Und wo hat die SA sind, welche drin geguckt, wohl in Zivil, und haben sie gleich gestiefelt, nicht, auf den Juden, nicht, Saujud und so weiter. Und habe ich gesagt, lass diesen Menschen in Ruhe, der hat euch überhaupt nichts getan, nicht, und bitte euch nicht gar so viel ein, nicht, und so weiter. Und auf einmal sind die aufgestanden, haben mich und ihn an die Tür gedrängt und haben uns rausgeschmissen. Wir sind gerade noch die Treppen runter, dass wir uns unten noch verfangen haben im Schritt, sonst wären wir unten vielleicht noch hingefallen. Wir sind aber, ich wollte wieder reingehen, aber der Moses Kaplan hat gesagt, Richard, komm, wir gehen, und wir gehen nicht mehr rein. Und er war eben ein gebildeter, netter Mensch, er wollte nicht streiten. Gell? Und mit ihm hatte ich Freundschaft bis 34 dann. Wir waren schon SS-Musik, hat er sich bei mir am Bahnhof verabschiedet und gesagt, er geht nach Guben bei Berlin. Dort hat er ein Brot und die heiratet er. Und seitdem habe ich nie mehr was gehört von ihm. Und mit dem, wenn Sie reden vom Frankreich-Feldzug, ich bin am 2. September 1939 eingezogen worden nach Linz-Ebelsberg. Zuerst bin ich zum Panzerspähzug gekommen. Dort haben wir dann eigentlich einen Hornisten gesucht und da habe ich mich gemeldet. Und dann bin ich zur SS-Polizeidivision gekommen. Wir sind in Wandern bei Berlin, das ist ein großer Truppenübungsplatz. Dort waren wir bis Anfang Januar. Anfang Januar sind wir da oben dann weggekommen und sind nach dem Westen gekommen, an Westwall, Breisach, Riegel am Kaiserstuhl,
Mundingen am Kaiserstuhl, Eichstätten am Kaiserstuhl. Später sind wir von den Bunker wieder zurückgekommen und sind in Ruhe gekommen, 14 Tage, und dann sind wir raufgekommen nach Achkarren, ja, bei Burgheim. Können Sie mir sagen, Herr Böck, wann sind Sie verletzt worden, wann sind Sie weggekommen nach Frankreich? Ja, wir sind dann zurückgekommen nach Tübingen. Und in Tübingen haben wir uns alles wieder frisch, alles aufgefrischt, gell? Wir haben ja Tote auch gehabt im Westwaldrieben. Und sind dann am Anfangs Juni sind wir über nach Koblenz und Koblenz über Luxemburg, Belgien bis Nancy sind wir zum Einsatz gekommen im Frankreich-Feldzug. Und können Sie mir erzählen, also wie Sie von Frankreich wegkamen? Also Sie waren dann, der Frankreich-Feldzug war ja so schnell vorbei, das war ja so bald vorbei, gell? Und ich wollte mit der Truppe nicht mehr weiter, ich wollte zurück. Und ich habe damals am Arm eine Verletzung gehabt, gell? Und da bin ich zurückgekommen nach Tübingen, ins Reservelazarett. In Tübingen habe ich einen sehr lieben Arzt gehabt, gell? Mhm. Running, take 1284. Ja, Herr Böck, können Sie mir sagen, Sie waren also katholisch und so, war das sehr schwer, in der SS zu sein und noch also in der Kirche zu bleiben? Was war lieber? Ja, das war nicht ganz leicht, gell? Da waren zum Beispiel manchmal, hat ein Hauptstufenführer einen Unterricht abgehalten, gell? Nur über Waffen. Und auf einmal fällt ihm ein und sagt, wärst du eigentlich schon aus der Kirche ausgetreten? Jetzt sind ein Haufen aufgestanden, bin ich ganz erschrocken momentan, gell? Wäre ich noch nicht aus der Kirche ausgetreten, bin ich aufgestanden, habe ich noch umgeschaut. Da stehen noch ein paar andere auf, waren mir schon noch lieber. Also ich habe schon gemeint, ich stehe alleinig auf. Und dann sagt er, ach, von dem blöden Dussel, von dem blöden Heini, haben wir es ja gar nicht anders erwartet. So ein blödes Aas. Da habe ich gesagt, Hauptschnupfer, ich kann nicht aus der Kirche austreten. Meine Geschwister, meine Eltern sind alle katholisch und ich würde mich ja aus der Familie ausschließen, wenn ich das machen würde. Ja, wieder blöder Dussel, nicht blöder Heine. Das waren so die Ausdrücke, Mann. Das ist mir öfters passiert. Und Ihren Freund, der Moses Kaplan, der Jude, wie war das schwer, können Sie sagen, was er Ihnen gesagt hatte, so dass als Sie bei SS waren, war es schwer? Ja, wo wir dann SS-Musikzug waren, gell, hat er mich auch noch öfters besucht und ich habe mit ihm immer noch Freundschaft gehalten, gell. Aber damals, wo er sich dann verabschiedet hat, hat er sogar noch gesagt, wörtlich. Also er glaubt, dass der Hitler was ganz Großes macht. Aber hat er gesagt, Richard, ich weiß, wir können nicht mehr Freunde sein jetzt. Ich mache sowieso jetzt weg von Ichnerhausen, ich verabschiede mich heute. Ich habe in Guben bei Berlin oben eine Braut, nicht? Und der hat zwei große Kaufhäuser und dort werde ich mich verheiraten. Nicht? Seit damals habe ich ihn aber nie mehr gesehen. Aber können Sie mir sagen, also was er sagte, also jetzt, wo du bei der SS bist, also was wirklich, was er sagte, dass... Er weiß, er kann das verstehen, dass es für mich unangenehm ist, wenn ich mit ihm noch weiter verkehren würde, nicht? So ähnlich hat er halt gemeint. Ja. Und wie kamen Sie nach Auschwitz? Können Sie mir also erklären, wie Sie verletzt wurden in Frankreich und entlassen? Und wie kamen Sie nach Auschwitz? Also von Frankreich kam ich, von Nancy kam ich zurück nach dem Universitätsklinik in Tübingen. Dort kam ich in die medizinische Abteilung und dort war ein gewisser Arzt. Ich kann mich an den Namen heute jetzt wohl nicht mehr so erinnern. Auf jeden Fall, er war sehr gut zu mir und er hat mich lange gehalten, meine Verwundung lange hinausgezegelt sozusagen. Ich durfte bei ihm auch manchmal am Garten arbeiten, gell? Bis eines Tages, er sagte, es ist soweit, also jetzt zum Truppenteil komme ich nicht mehr, aber zur Ersatztruppe. Und ich habe dann 14 Tage noch Urlaub bekommen und bin nach Hohenstadt-Mark gekommen, im Sudetenland. Und von dort bin ich dann nach Liegnitz, größte Gartenstadt der Welt, hat es geheißen. Und dort habe ich meine Entlassung dann betrieben durch einen Unterführer von der Sanitätsabteilung, gell? Also Sie wurden entlassen und kamen nach Hause durch die Verletzung. Können Sie sagen, also ich hatte eine Verletzung und wurde entlassen und kam nach Hause? Jawohl. Und da war ich 4 Monate war ich zu Hause im 24. November 1900,
40 bin ich entlassen worden in Liegnitz, bin aber nicht wieder eingezogen worden zu dem KL nach Auschwitz. Am 24. Februar 1941, wo ich nach Auschwitz kam, da war ich sehr deprimiert. Wenn ich die Zäune gesehen habe am Hauptlager, da musste ich ja vorbeilaufen in der Früh. Etwa um 5 Uhr bin ich angekommen in Auschwitz und da musste ich die Lagerstraße reinlaufen. Und am Hauptlager vorbei, diese elektrisch geladenen Zäune habe ich gesehen damals, aber ich konnte mir noch keinen so Begriff machen, dass die wirklich elektrisch geladen sind. Und da habe ich mich vorgegeben, ich habe ja noch einige auch gefragt, wo das Monopolgebäude ist, sogenannte. Und dann haben sie es mir gezeigt, da bin ich davor. Und da haben sich schon mehrere eingefunden, gell. Und um 7:45 ungefähr war es, haben wir alles antreten müssen, gell, und haben jeden ausgefragt, was ihm fehlt, was er hat. Und haben wir ihm klar gemacht, dass es hier nur um einen Wachdienst geht. Und haben wir können wieder wegtreten. Und haben den ganzen Tag nichts getan, als wie beim Fenster runtergeschaut. Ja, manchmal hat einen Begriff gehabt, wenn er runtergeschaut hat beim Fenster, da war unten eine Häftlingsabteilung und hat da geschaufelt am sogenannten Kiesterrain war das gewesen, gell. Die Kapo haben gleich auf die Leute geschlagen mit solchen Priegel, gell. SS-Männerbar sind gelaufen, haben die noch angespottet dazu, aber wir haben damals noch nicht so begriffen, um was es da hier eigentlich geht. Im Unterricht am Nachmittag hat der Oberstumpfführer Kolmer erklärt, red nicht mit den Gefangenen, das sind lauter Banditen, das sind lauter Verbrecher. Schaut mal zu, ihr seht, die schlagen sich einander selber tot. Ich wollte das nicht so begreifen, wie der das so gemeint hat vielleicht. Ich habe mich dann ein bisschen so erkundigt, gell, und von diesem, jenem, wo schon länger da war, habe ich dann gehört, dass das gefangene Polen sind zum Teil jetzt und die Kapos sind Deutsche und dass es hier halt um das geht, die Leute müssen jetzt hier arbeiten, ob sie wollen oder nicht. Und wenn einer mal zuschlägt, so hat es wahrscheinlich seinen Grund. Auf einmal hat es geheißen, ein paar Tage später, wer meldet sich zu einer Exkursion? Exkursion, habe ich mir gedacht, was ist denn das? Das habe ich noch gar nicht gehört in meinem Leben, dieses Wort, weil ich bin nicht so gebildet. Und habe halt die anderen Kameraden ein bisschen so gefragt, der wo mir so ungefähr nach meiner Richtlinie sympathisch war. Und auf einmal ist einer aufgetreten, ein großer Mann mit Namens Lange aus Minden. Lange hatte das Goldene Parteiabzeichen, hatte den Ehrenwinkel und den Blutorden. Und der Lange hat immer ein bisschen gestichelt. Er hat gesagt, Leute, da machen wir nicht mit. Das, was die da machen, das vor das haben wir nicht gekämpft. Ich kenne den Heine persönlich, den Reichsführer hat er gemeint, er kennt den Adolf Hitler persönlich und zu seiner so langen Zugehörigkeit zur SS, aber ich kann ihm das nicht also passen, dass man solche Sachen heute macht. Wir machen einfach da nicht mit, hat er gesagt. Nicht? Jetzt hat es geheißen, die Kompanie muss zur Exkursion, da waren wir halt so deprimiert, da ist der Oberstumpfführer Kolmer gekommen, er hatte gehört, dass sich viele weigern, die wollen das nicht machen. Dann hat er gesagt am Schluss, ich möchte jetzt wissen, wer meldet sich freiwillig zur Exkursion. Und da haben sie nachher ungefähr so 10-12 Mann gemeldet. Ich persönlich war so froh, dass sie sich gemeldet hatten, gell? Ich hätte es nicht machen können. Und der Lange hat natürlich wieder weitergemacht, bis am Freitag war es, Mittag, hat es geheißen Appell, haben müssen alle Stumpern haben müssen antreten, gell? Alles im Viereck standen dort, rieben beim Hauptwirtschaftslager, im Monopolgebäude zwischendrin. Und da ist der einer gekommen, SSO-Hauptstumpfführer, ich weiß aber den Namen nicht, hat er Fritsche geheißen oder hat er
ich kann den Namen nicht mehr sagen, heute hoch zu Pforte gekommen, ist in die Mitte reingeritten, so im Viereck. Und da hat er zuerst gesprochen, für SS-Männer, nicht, tut er ihre Pflicht. Und auf einmal sagt er, wer ist eigentlich der Lange von der vierten Kompanie? Da soll mal vortreten. Das ist der Lange vorgetreten, großer Mann war, Blattfuß hat er gehabt. Und ist so hingestanden, so breit, vor das Pfad bei dem Hauptsturmführer. Da hat er gesagt, Lange, wenn Sie nicht bald aufhören mit Ihrer Unterminierung, mit Ihnen wollen wir was anderes anfangen. Jetzt hat er einen Moment geguckt, jetzt sieht er, dass er den Ehrenwinkel hat. Sagt er, Sie sollen sich eigentlich schämen, nachdem Sie auch einer von uns Alten sind, eintreten. Der Lange ist dann eingetreten, hat sofort einen Versetzungsgesuch gemacht und ist sofort genehmigt worden. Ich hatte sich nach Dachau versetzen lassen. Herr Richard Bock, Reel 2. Vom Krieger mit der 4. 1285, ja. Take 1. Ja, Herr Böck, können Sie mal sagen, was mit den Leuten, die sich freiwillig gemeldet haben zur Exekution, also was ist mit denen dann nachher passiert? Ja, no, die haben ja eigentlich schon in dem Fall eine ganz besondere Nummer gehabt. Das ist ja klar, ne? Das waren schon gegen uns wieder die Tapferen und die Gesunden wahrscheinlich, denke ich mir, so wie es war. Auf jeden Fall sind einige weggekommen in die sogenannte Blockvierstube. Die Blockvierstube, das hat geheißen, ist eine Blockvier geworden nach wieder. Mit meiner näheren Umgebung, mit den ehrlichen Kameraden, wie ich mich so langsam zusammengefunden hatte, gell, haben wir natürlich festgestellt, du schau mal, da passt er hin. Guck, da passt er hin, haben wir so gesagt, gell, für uns. Und mein Kamerad hat sich mir auch wieder zustimmend auch dafür geäußert. Von dem Block 4 hatte ich sowieso ein ganz schlechtes Bild. Ein Block 4, der konnte viel machen. Ein Block 4 konnte sogar über das Leben eines Häftlings bestimmen. Ich erinnere mich einmal, ich war nicht nur einmal, sondern öfters schon, dass ich bei Kommando näher vorbeigegangen bin. Da kommt ein Block 4 und ruft zum Kapo, aber wissen Sie, energisch, Kapo, komm mal her. Der Kapo ist hergekommen, bums, der haut dem Kapo einen ins Gesicht, dass der Kapo umgefallen ist. Und wollte schon mit dem Stiefel auf den Kapo einstoßen und der Kapo ist schnell wieder aufgestanden. Das war noch sehr Glück. Da hat er gesagt, Kapo, kannst du nicht besser schlagen? Und der Kapo ist weg am Priegel genommen und hat auf das Häftlingskommando planlos nicht geschlagen. Kapo, komm mal her, hat er wieder gerufen. Und der Kapo hin, hat gesagt, mach die fertig. Dann ist er hin und hat mich so den Häftling fertig machen. Hat er den Häftling totgeschlagen. Wo man hingeschaut hat, schlagen, nochmal schlagen. Gerade im Jahre 1941 war es sehr schwer in Auschwitz. Totschlagen, wo man hingeschaut hat. Ich verurteile heute keinen Kapo. Ich wusste ja, ich habe mich ja oft mit Kapo auch unterhalten, aber ein Kapo hat oft um sein Leben geschlagen. Wie hat das Lager sich geändert? Können Sie mir, was Sie mir vorhin erzählten, also von 41 bis 44, wie hat das Lager sich geändert? Es war 1941 im Herbst. Da hat man eine sogenannte Entlausung durchgeführt in Auschwitz. Man hat die Fenster alle verklebt, die Ritzen alle überall. Und da sollen, so wie ich damals gehört habe, ich weiß es, selber gesehen habe ich es nicht, sollen ein paar Häftlinge verblieben sein. Und am Früh waren die Häftlinge tot. Die sind nächstbord worden scheinbar in so einem Raum im Monopolgebäude. Und dann hat es auf einmal geheißen, in Auschwitz fängt man jetzt mit Vergasen an. Also sollen die Häftlinge vergast werden. Habe ich auch nur gehört durch einen gewissen Bressem, hat er geheißen. Ich glaube, er war von Duisburg. Es war ein Prachtmensch gewesen. Er hat immer geschimpft über die Verhältnisse in Auschwitz. Mit dem konnte ich mich auch manchmal sehr ehrlich unterhalten. Gerade im Herbst sind die ersten Transporte eingelaufen. Die Transporte waren nicht in Burgenau auf der Rampe, wie sie später waren, sondern das war ein großer Abhang gewesen, gell, wo der Zug gehalten hat.
Da haben, wenn die Häftlinge ausgestiegen sind, sind sie raus aus dem Zug und sind den Bahndamm runtergerutscht. Da keine runterlaufen, die sind alle runtergerutscht. Mit den Koffern haben sie fallen lassen, gell? Und da sind die LKW von der Fahrbereitschaft, die wo dazu beordert waren, die sind bereit gestanden. Häftlinge haben müssen gleich ein sogenanntes Sonderkommando von den Häftlingen, hat müssen die Koffer alles gleich in Empfang nehmen und auf die Wagen aufschmeißen und haben was wegfahren. Dann haben sie Treppen, haben wir hingestellt, hohe, breite Treppen, da sind die sogenannten Häftlinge, wo angekommen sind, das waren damals Juden. Ich glaube, die ersten waren so von Holland. Nein, die ersten waren noch aus Polen, aus der näheren Umgebung sogar auch. Und die haben jetzt die Treppen auf und haben jetzt auf die LKW aufsteigen. Und dann haben wir es rausgefahren. Aber ich wusste damals noch nicht, wo sie hingefahren wurden. Aber ich habe schon gesehen, dass die LKW die Leute gegen Burgenau niedergefahren haben. Also Sie müssten nie so ein LKW fahren? Wie bitte? Sie müssten nie so ein LKW fahren? Nein, nein. Ich habe ja am Anfang habe ich einen kleinen Burgwart gefahren, gell? Und da ist eine Prüfung gemacht worden auf Omnibus. Und die Omnibus-Prüfung habe ich damals sehr gut bestanden. Und da hat es am Montag auf einmal hat der Hauptsturmführer, damals war der Untersturmführer Wiegand, also wegfahrt den ersten Verpflegungswagen am Montag. Und da habe ich am Montag den ersten Verpflegungswagen gefahren. Ich habe vielleicht so einen Monat im Verpflegungswagen gefahren. Da sind wir mal beim Hauptsturmführer Wiegand in seinem Dings drin gewesen, im Tankhäusle, gell. Ich bin so auf der Bank gesessen und da haben sie sich mit dem Vollmer, Unterscharführer Vollmer, der war schon Unterscharführer, und die Namen, wie sie alle heißen, kann ich nicht mehr sagen, sich unterhalten, nicht, haben sie gesprochen von der Judenaktion und hat gesagt, ab Montag fahrt der Beck auch Aktion. Da habe ich gesagt, ich fahre keine Aktion, Hauptsturmführer. Ich fahre keine Aktion. Da hat er momentan gelacht. Da habe ich gesagt, wenn Sie mich zur Aktion einteilen, dann melde ich mich sofort zur Front. Da habe ich gesagt, ja, ich weiß, der Beck regt sich auf. Beck ist halt ein Saubeier, den muss man bloß gehen lassen, sein Dienst macht er. Aber ab Montag fahren Sie nicht mehr den Verpflegungswagen, hat gesagt, jawohl, Hauptsturmführer. Und am Montag habe ich gesagt, der Beck fährt wieder den Verpflegungswagen, hat er mich wieder fahren lassen. Sie hatten damals, also Sie haben mir schon gesagt, also Sie haben sich furchtbar aufgeregt und Sie haben ihn nicht gebeten. Sie haben, also waren ganz fest mit ihm. Also können Sie das nochmal erklären, wie fest, dass Sie nicht gebeten haben? Also dass Sie nicht gesagt, bitte, bitte schicken Sie mir nicht. Du hast gebeten, du hast gesehen. Ja, also da, dass er als der sorgte, Sie werden Aktion fahren, fahren Sie Aktion. Ja, ich soll die Aktion fahren. Ich habe da nicht gebettelt, ich habe mich da mutig dafür eingesetzt, dass ich hier nicht Aktion fahre. Ich habe mich nicht gefürchtet. Und wie hat der Lager sich geändert? Also vom 41, dann fingen die Juden an zu kommen, sagten sie mir. Und wie hat sich bis 44 geändert, wie das alles größer wurde? In Auschwitz waren sehr viele deutsche Kabo, zum Teil Berufsverbrecher. Gell? Es waren keine schlechten Menschen, also sozusagen zum Totschlagen. Aber ich habe schon einmal betont, dass die Kabo schlagen mussten. Es hat Kommando gegeben, die haben müssen jeden Tag ihr Soll erfüllen, so viele Tote. Ich erinnere zum Beispiel an einen Frühmorgen, bin ich mit dem LKW vor dem Lagertor gestanden. Herüben standen die Offiziere, unter ihnen war der Obersturmbannführer Hess, dann der Schwarz, der Hauptsturmführer, dann der Hauptsturmführer Hessler. Der Kabo ruft am Tor, marschieren die Kommando von den Häftlingen raus, ruft mitten ab und dann hat er Meldung gemacht an den diensthabenden Hauptsturmführer. Häftlingskommando, 65 Mann. Dachdeckerkommando, 65 Mann. Da hat der Hauptsturmführer gesagt, da bringst du mir heute Abend 20 Mann weniger, gell? Sonst hast du einen kalten Arsch. Jawohl, Hauptsturmführer, 20 Mann weniger, hat er gesagt. Und der hat am Abend hat er 20 Mann
Tote reingebracht. Und da hat es Kapo gegeben, die haben nicht geschlagen. Die haben einfach nicht geschlagen und haben keine Totezahl gehabt. Und das ist doch registriert worden, das ist doch immer auf der Liste so, sozusagen gestanden. Da haben die am Samstag Strafarbeit bekommen. Da haben müssen die Kapo, die Berufsverbrecher, diese Kapo müssen totschlagen. Am Samstagnachmittag bei der Strafarbeit. Und blieb das immer so bis zum Schluss? Oder wurde das nein, dann anfangs 1942, wo die Judentransporte dermaßen angestiegen waren. Ich war einmal Fahrer vom Dienststand. An dieser Zeit sind 4 Transporte eingelaufen in dieser Nacht. Die Transporte, wenn sie eingelaufen sind, hat der Fahrer vom Dienst Telefonanruf bekommen von der Kommandantur. Und da hat es geheißen, ein Transport ist eingelaufen und der Kommandantenwagen vorfahren. Wo ich das erste Mal gehört habe, habe ich doch gar nicht gewusst, was das bedeutet. Da habe ich nochmal wartet einen Moment, da sage ich zu meinem Beidiensthabenden, du, was hat er gesagt? Kommandantenwagen vorfahren. Also, ich weiß auch nicht. Es kommt wieder Telefonanruf. Transport ist eingelaufen, habe ich gesagt, jawohl, Kommandantenwagen vorfahren. Jawohl, dann sind wir hinten in die Garage, wollte ich den Wagen vorfahren. Jetzt habe ich gar nicht gewusst, wo man anlaufen lässt. Und dann haben wir immer rumgemacht und dann haben wir einen holen lassen, in der Barage getrieben, Kommandantur-Barage. Und der ist dann gekommen und hat da unten das Armaturenbrett unter so eingelangt. Und da war der Anlass drin, ein Knopf. Und das habe ich natürlich nicht gewusst gehabt. Nicht? Dann habe ich den Wagen vorgefahren, da ist der, ja, der Kommandant Hessler. Mhm. Ich darf nicht mal übersetzen, dann, also wie Sie von der Wachkompanie von der Fahrbereitschaft. 1286, take one. Ja, Herbert, können Sie mir sagen, wie Sie von der Wachtruppe zur Fahrbereitschaft gekommen sind? Ja, ich wollte ja von mir aus keinen Wachdienst machen. Ich habe mich ja schon so dafür so krank gestellt, dass ich zur Wache nicht aufziehen musste. Deshalb habe ich einen Versetzungsgesuch gemacht nach Dachau. Das Versetzungsgesuch wurde mir ja nicht bewilligt. Im Gegenteil, ich habe noch einen Anschiss bekommen vom Stabschaffierer Neppe damals, gell? Und dann habe ich mich weiter geweigert zum Wachdienst, immer gesundheitshalber. Und dann hat man mich nach Gleiwitz geschickt zu einem SS-Standortarzt. In Gleiwitz habe ich dem Arzt mein Leid geklagt und dann hat er gesagt zu mir, gut, Sie haben ja alle Führerscheine, Sie kommen zur Fahrbereitschaft und werden zur Fahrbereitschaft versetzt. Ich bin befriedigt nach Auschwitz zurück und habe gleich einen Versetzungszug gemacht zur Fahrbereitschaft. Und da hat mich der Hauptsturmführer Frommhagen, der Adjutant vom Hess, hat mich kommen lassen. Und hat er gesagt, ja, Sie kommen zur Fahrbereitschaft auf Verwaltung. Habe ich gesagt, der Hauptscharführer Neppe, der lässt mich nicht weg. Ach, da kann der Neppe nichts mehr machen. Hat er gesagt, das ist schon akut. Nicht? Gut, bin ich zurück und in der Früh hat es dann geheißen, am Samstag früh, es gibt Urlaubsscheine. Na, ich habe auch Urlaub eingereicht gehabt, bin ich vorgegangen, habe mich stramm hingestellt, dann hat er meinen Urlaubsschein untereingelegt unter die anderen Urlaubsscheine, hat mir keinen Urlaubsschein gegeben, nachher nicht. Und am Montag bin ich dann zur Fahrbereitschaft gekommen. In der Fahrbereitschaft war schon wieder ein anderes Klima wie bei der Wachkompanie. Da habe ich schon so gemerkt, da sind Leute, mit denen kann man schon ein bisschen reden. Man hat auch die Abneigung gespürt, wo sie gegen die Wache gehabt haben, gell? Und gegen diesen Dienst. Der Wachdienst wäre ja sehr schwer gewesen. Ich habe Kameraden gekannt, die sind in der Früh um 6 Uhr aufgezogen und sind erst nachts um 1:30 abgelöst worden, weil zu wenig Leute da waren damals, nicht? 41. In der Fahrbereitschaft habe ich vorerst dann einen kleinen Wagen gefahren, Burgwart. Ich habe so Teile gefahren von Prager drüben, das war früher eine große
polnische Fabrik gewesen. Und da waren so viele Teile noch liegen geblieben, scheinbar vom Krieg her, wo die Fabrik bombardiert war und dann das Zeug alles liegen geblieben ist. Und in der Fahrbereitschaft hat man so Teile notwendig gebraucht und da habe ich immer mit Häftlingen darüber gefahren und habe mir da drüben Teile geholt. Einmal ist der Untersturm 4 Wiegand auch mitgefahren. Untersturm 4 Wiegand war nicht gut, aber er war auch nicht ganz schlecht. Ich habe Zigaretten in der Tasche gehabt, nicht? Ich habe doch von meiner Frau laufend Zigaretten bekommen, die habe ich immer an die Gefangene verteilt. Und auf einmal sagt der Hauptsturmführer, er hat zuerst mit den Häftlingen immer so grob gesprochen, gell, und sollen sich ein bisschen sputen, sollen ein bisschen schneller, nicht, und ganz energisch. Auf einmal sagt er dann zu mir, Beck, hast du ein paar Zigaretten bei dir? Und er hat gesagt, jawohl, Unterstummführer. Und dann habe ich einen Eingang Zigaretten da. Und er hat gesagt, darf ich geben? Und er hat gesagt, ja bitte. Und dann hat er die Häftlinge meine Zigaretten ausgeteilt. Und das hat mir von ihm so gut gefallen. Was für ein Mensch war der Wiegand und die anderen, also hohe Gestellten SS-Leute, die wirklich ziemlich streng sein müssten? Der Wiegand war sehr strenge, gell? Ich hatte bei ihm eigentlich eine große Nummer. Er hat öfters betont, der Beck ist sein bester Fahrer. Aber einmal habe ich ihn auch gesehen in der sogenannten Sattlerei. Da hat er einen Häftling, wie ich auf dem Boden gelegen und mit den Stiefeln hat er so umeinander gestoßen, gell? Im Raum drin. Ich bin in den Raum zugetreten. Und dann ist der Wiegand, hat mich angeschaut und ich klein aus und ich und sein Tankhäusle fort. Also da hat er vor mir scheinbar sich schwer geschämt. Ist mir vorgekommen so. Ich habe nachher gefragt, was ist mit dem Häftling los daran, was ist da passiert? Und dann haben sie gesagt, ja, der hat vom SS-Mann Zigaretten bekommen und im Lager drin hat er es verkauft, er hat uns nicht gedeiht. Dann habe ich gesagt, so, ja, naja, das weiß ich nicht, wer jetzt recht gehabt hat. Auf jeden Fall habe ich gesagt, ja, müsst ihr doch zusammenhalten und ich gebe ja alle Zigaretten, nicht bloß einmal, wenn ich einem gebe, dann müsst ihr teilen miteinander, habe ich dann gesagt. Nicht? Und dann habe ich halt gewusst, dass andere SS-Mann ja auch Zigaretten gibt und das hat mich sehr gefreut nachher. Ich wusste allerdings nicht von wem, gell, aber so langsam habe ich mit manchem SS-Mann näher in Kontakt bekommen. Hauptsächlich mit den Ungarn-Volksdeutschen. Die Ungarn-Volksdeutschen waren recht nette, liebe Menschen gewesen. Einer hat mal zu mir gesagt, ein gewisser Reisenbichler hat er geheißen. Er war später noch Sturmmann geworden. Weißt du, Richard, hat er gesagt, ich bin zu den Häftlingen gut, ich schlage keinen Häftling. Ich mache so wie du. Ich gebe auch, was ich geben kann. Ich sage, Albert, hast schon recht, das wird sich einmal rächen. Warte mal, das ist ganz gut. Wie waren also die anderen? Also manchen konnten nett sein, manchen waren neutral. Wie waren die anderen Leute, die da streng waren und Aktionen gefahren sind? Ja, ich bin nicht so gebildet, da so ein Urteil zu geben wie ein Professor. Ich möchte da am besten so sagen, jeder Mensch hat ein anderes Herz. Ich hatte ein gutes Herz. Mir haben diese Menschen leid getan. Damals, wo ich zur Fahrbereitschaft gekommen bin, ich sage im Jahre 1941, betone ich immer wieder, sind sie sehr schlecht behandelt worden, die Häftlinge. Sie sind so mager gewesen, mager wie ein Skelett. Und ich hatte eben ein tiefes Bedauern mit diesen Menschen. Und daher habe ich ja auch trotz großem Verbot, ja nicht mit einem Häftling zu sprechen, mit dem Kotzian doch gesprochen, habe gesagt, was haben Sie verbrochen? Ich verbrochen? Ich habe nichts verbrochen. Ich war Offizier in polnischer Wehrmacht und ich bin von Gestapo verhaftet worden und bin hierher gekommen nach Auschwitz. Ja, was hat die Gestapo mit ihnen gemacht sonst? Das war ein trauriges Moment, hat er gesagt. Er hätte sollen eingestehen, er hat im Polenfeldzug Deutsche erschossen. Er hat gesagt, ich habe geschossen, aber ich weiß nicht, ob ich jemanden getroffen habe. Ich habe genauso geschossen, wie die Deutschen auch geschossen haben. Und da hat die Gestapo ihn so geschlagen, damals hat er gesagt, und wo er dann von Tarnow nach Auschwitz gekommen ist, sind sie, die polnischen Offiziere durch die Straße geführt worden. Und wo er vorausschaut, sieht er seine Mutter stehen am Straßenrand.
Und da hat er gesagt, das war sein schrecklichstes Moment im Leben. Wie er vor seiner Mutter hinkommen ist, hat er den Blick nach links getan und ist vorbeigelaufen, dass er sie nicht gesehen hat. Erzählen Sie mir, wie Sie damals also Radio gehört haben mit... Mit Kurzern habe ich solche Freundschaft geschlossen, kann ich sagen, dass so oft ich das Tankhäusle betreten habe und bin ins Bad rein und habe mich gewaschen oder sonst wie, ist der Kurzern sofort reingekommen, weil ich habe den Kurzern ja verholfen dazu, dass er zum Unterstumpf hier wiegend als kein Faktor gekommen ist. Und dann hat halt der Kurzern auch Gelegenheit gehabt, den Fernseher, den Radio einzuschalten. Und hat er halt mir manchmal auch gesagt, was der Radio berichtet. Und ich habe ihm auch wieder erzählt, wenn ich bei meiner Frau mal zu Hause war, dass ich auch Schwarzseher gekehrt habe. Einmal bin ich in der Früh in den Tankhäusle rein, da ist der Unterstumpf hier wiegend rausgelaufen. Ich habe noch eine Ehrenbezeugung gemacht und habe getan, als wie ich in den Waschraum gehe, mich zu waschen. Bin aber rein ins Büro und da war der Kurzern drin. Und habe zum Kurzern gesagt, Kurzern, ich bin sofort ans Fenster, am Vorhang hin und habe den Unterstumpf hier beobachtet, jede Bewegung, wo er hinläuft draußen auf dem Fahrbereitschaftshof. Und der Kurzern hat Auslandssender eingeschaltet, jetzt hat er gesprochen. Ich hörte nur das Wort Auschwitz. Alles andere war aber polnisch, was er gesprochen hat. Ich sage zum Kurzern, Kurzern, schalten Sie doch anders ein, was spricht der von Auschwitz? Kurzern sagte, es spricht jetzt polnisch, aber Moment, jetzt kommt dann gleich Deutsch. Es war ungefähr 6:45 herum und kurz vor 7 hat er dann Deutsch gesprochen. Gesprochen hat der Lindle Fräsi, nach meinem Wissen war der Jude. Und der Lindle Fräsi hat damals so gesprochen. Diese SS-Hinkersknechte von Auschwitz, die werden wir fangen wie Mäuse. Ich war so erschrocken, ich habe zum Kurzern gesagt, Kurzern, wenn wir den Krieg verlieren, wird es mir aber schlecht gehen. Hat der Kurzern gesagt zu mir, wird Ihnen nichts passieren, waren Sie ein guter Mensch. Weiter hat er dann gesagt, SS-Sturmbahnführer Hess ist vom Säckre-Service zum Tode verurteilt. SS-Hauptsturmführer Hessler, ebenfalls vom Säckre-Service zum Tode verurteilt. Damals war ich schon etwas benommen. Es war mir nicht so lieb gewesen eigentlich, nicht? Obwohl ich ja den Hessler und den Kommandanten ja nicht liebte. Richard Bock, reel 3. Running. 1287, take 1. So, Herbert, können Sie mir wieder so diese Geschichte erzählen von dem Radio? Also, was hörten Sie im Radio? Ich habe mich mal in der Früh, habe ich mich wieder in den Waschraum begeben, im Tankhäuschen, im sogenannten Wiegandbüro, gell? Und da habe ich im Früh schon gleich dem Kurzern begegnet. Kurzern war ja sozusagen mein Freund, wenn er auch gefangen war. Ich habe ihn unterstützt in allen Fahrten. Ich habe für ihn Briefe geschmuggelt, auch für andere Kameraden über ihn. Und wir wussten schon, dass wir doch Auslandssender gerne hörten. Ich bin ins Büro rein, der Alte war ja vorher rausgegangen aus dem Tankhäuschen. Und der Kurzern hat ein Radio eingeschaltet, ein Auslandssender sozusagen. Ich habe mich an Fenster und Vorhang begeben, gell, und habe den Wiegand auf jeder Schritt und Tritt beobachtet, dass er uns ja nicht überraschen kann. Zuerst hat der Radio polnisch gesprochen, aber ich konnte es nicht verstehen. Nur ein Wort habe ich einmal verstanden, weil er hat gesagt, Auschwitz. Und da habe ich Kurzern gleich unterbrochen und habe gesagt, Kurzern, was sagt er von Auschwitz? Da hat Kurzern gesagt, gleich einen Moment. Er wird jetzt nachher in deutscher Sprache kommen.
so kurz vor sieben ist in deutscher Sprache dann kommen, gesprochen hatte Lindley Fräsi. Lindley Fräsi war nach meinen Kenntnissen ein Jude. Und der Lindley Fräsi hat so gesagt damals, diese SS-Henkersknechte von Auschwitz, die werden wir fangen wie Mäuse. Unter anderem hat er auch betont, Lagerkommandant Hess ist vom Sekretariat zum Tode verurteilt. Hauptstumpfier Hessler ist ebenfalls vom Sekretariat zum Tode verurteilt. Ich war damals sehr benommen und erschrocken. Ich habe zum Kurzian gesagt, na, Herr Kurzian, wenn wir den Krieg verlieren, wird es uns schlecht ergehen. Also Kurzian sagt, wird Ihnen nichts passieren, waren Sie ein guter Mensch. Schienen die Leute, die schlechte Menschen gewesen sind, Angst zu haben? Meinen Sie, dass die Atmosphäre im Lager nach dieser Sendung, war das anders? Hatten Sie das Gefühl, die schlechten Leute hatten das gehört? In der Fahrbereitschaft kann ich eigentlich sagen, waren keine Grobian. Es waren zum Teil Leute, die wo diesen Dienst lieber gemacht haben, als wie bei der Wachkompanie zu sein. Eigentlich hat sich ja jeder nicht so weigern können wie ich. Ich hatte von meiner Position aus, oder darf ich sagen, so wie ich mich als Mensch vorgestellt habe, ein bisschen Respekt gehabt, auch beim Wiegand, beim Fahrdienstleiter. Wenn ich mich erinnere, zum Beispiel der Hinze war ein ganz feiner, gebildeter Mensch, ein stiller Mensch. Er hat nicht viel gesprochen, er hat auch Sankar-Wagen gefahren, aber hauptsächlich den Truppen-Sankar. Später hat er auch den Häftlings-Sankar auch fahren. Es hat nicht nur der Helblinger zum Beispiel, der Helblinger hat auch Dienst gemacht, so wie jeder andere, aber ich will nicht behaupten, dass er den Dienst gern gemacht hat, weil der Helblinger war ein sehr gutmütiger Mensch. Er hat überhaupt gute Beziehung gehabt zum Frauenlager. Mir ist bekannt, dass Helblinger oft halbe Nächte im Frauenlager bei den Kabomädeln verbracht hat. Allerdings hat Helblinger ein bisschen Schmucksachen geliebt. Und die Häftlingsfrauen, die wohl in Kanada gearbeitet haben, Kanada, das war, wo die ganze Ware, alles zusammengekommen ist, die Kleidung, alles gut sortiert worden ist. Silberlöffel hat man in Dreck getreten, die haben wir gar nicht raussortiert. Da hat nur Gold und Brillanten etwas gegolt hin. Und der Helblinger hat halt diese Sachen scheinbar ein bisschen geliebt, obwohl er dort keinen Zugang hatte. Aber im Häftlingslager wieder haben ja die Mädel diese Sachen, trotzdem sie strengstens untersucht worden sind, haben sie es reingeschmuggelt. Ja, können Sie mir sagen, also die Leute, die doch Aktion gefahren sind? Jawohl. Warum sind sie Aktion gefahren? Sie schienen das nicht, also so, manche schienen also nicht so viel dagegen zu haben. Was für Leute, wie haben Sie gedacht? Diese Leute will ich nicht behaupten, dass sie da aus sich zur Judenaktion gemeldet haben, sondern das war so. Es waren Leute, die haben sich eben nach meinen Dafürhalten sich geeignet gefühlt, diesen Dienst zu machen. Wohl getraue ich mir zu behaupten, dass einige SS-Männer diese Tour sehr gerne gefahren sind. Wenn ich bedenke, wenn wir im SS-Heim waren, im Haus der Waffen-SS am Bahnhof und haben ihre Frauen sie besucht, und da haben wir so manchmal staunen unter uns, wir Kameraden, wir Ehrliche. Wenn sie Ringe getragen haben, die Frauen mit brillanten Ärzten groß, da haben wir müssen doch Deutsch reden und haben müssen sagen, Herr Mann, schau mal hin, so ein Ring ist doch auch nicht an denen mir Finger gewachsen. So ungefähr haben wir das beurteilt. Jetzt komme ich auf einen bestimmten Fahrer, der hat Vollmer geheißen. Vollmer ist vor mir Unterscharführer geworden. Vollmer hat sich ziemlich ein bisschen grob aufgespielt auch, gell? Im Vollmer war bekannt, dass ich den Häftlingen sogar weißes Brot gebe, nicht nur Schwarzbrot. Und da hat er mir einmal Vorhalte gemacht. Ich war natürlich so empört und habe gesagt, du willst noch was reden, du? Ich habe kein Gold und Brillanten, gell? Ich gebe Verobacht ein bisschen. Und da war er auch so von mir geschlagen, dass der Herr ist und sich schnell ins Tankhäusle zum, damals war der Wiegand dann schon Hauptsturmführer, und hat zum Hauptsturmführer gesagt, Kurzian, der polnische Häftling, hat es ja gehört.
Ah, jetzt habe ich gerade mit dem Big was gehabt, aber der hat mich fertig gemacht. Da hat der Hauptstumpfier gesagt, naja, den Big, den muss man gehen lassen. Der Big ist ja so bei ihr, aber sonst macht er seinen Dienst. Also er hat mir nichts kommen lassen über mich dann nicht. Also was für Leute waren also die anderen SS? Und gerade die ehemaligen Soldaten gewesen, also verwundete Soldaten, waren das kultivierte oder unkultivierte Leute? Können Sie denn so ein bisschen sagen, wie die Leute waren? Diese Leute, die nach Auschwitz gekommen sind, waren zum Teil Angehörige von der Marine, von der Wehrmacht, gell? Auch einige vom OT, wo beim OT waren. Diese Leute war, glaube ich, annehmen zu dürfen, keiner begeistert, nach Auschwitz gekommen zu sein. Es waren viele darunter, das waren gute Menschen, möchte ich hauptsächlich betonen. Ich habe ja im Frankfurter Prozess auch betont, dass in Auschwitz ein kleiner Prozentsatz brutale Menschen waren. In Auschwitz waren 1200 Mann Besatzung. Davon hat mich Herr Landgerichtsdirektor Hofmeier gefragt, wie viel ich meine. Da habe ich gesagt, von den 1200 Mann ein kleiner Prozentsatz, 85 Mann. Herr Hofmeier hat damals zu mir gesagt, Sie haben recht, Herr Zeige, 75 Mann. Also kann man nicht sagen, dass alle schlecht waren in Auschwitz. Aber können Sie mir sagen, so was für Leute das waren? So ob die kultiviert waren oder wie, ob sie sich, also Verwundete waren es manche, die Soldaten waren und manchmal verwundet waren und kamen dahin. Und also Das waren ja Kameraden, gell? Die waren zum Teil GVH, nicht? Nur für die Heimatverwendungsfähig, wie sie es geheißen hat, nicht? Und die UVH und wie es alles geheißen hat, gell, diese Worte damals. Und diese Leute konnten, also nach meiner Ansicht, überhaupt nicht sich weigern, nach Auschwitz zu fahren. Der, wo einberufen wurde, ich musste auch dorthin gehen. Aber natürlich, ich vergleiche mich nicht mit jedem. Aber ich traue mir nochmal zu behaupten, dass ein großer Prozentsatz in Auschwitz anständige SS-Männer waren. Nicht alle waren schlecht. Viele haben auch den Dienst gemacht als Wachposten, aber sie haben ja niemand was getan. Sie haben so gehandelt, wie ein Mensch nicht, sein soll. Dagegen die Hundestaffel war sehr schlecht. Ich bin einmal mit dem LKW vom Vernichtungslager rübergefahren nach Auschwitz ins Stammlager, die Fahrbereitschaft rüber, gell? Und da sind hinter dem Mädelkommando sind zwei SS-Männer reingelaufen, jeder mit Wolfshunde, gell? Und da hat einer immer den Hund vorgelassen und der Hund hat immer das Mädel hinter am Fersenpack, gell? Und ich kann Ihnen sagen, das muss doch furchtbar. Ich habe gehalten mit dem LKW, bin raus und bin vorgegangen und habe die zwei Männer gestellt, habe ich gesagt, seid ihr Soldaten? Schämt ihr euch nicht? Ein armes, unschuldiges Mädchen, so den Hund drauf hetzen und zerfleischen lassen. Dann ist mein Beifahrer mir nachgesprungen, die hergekommen und gesagt, ich hab Macht dahinter, kommt der Hauptstumpfier. Und dann bin ich schnell in den Wagen rein und habe langsam das Kommando überholt, weil ich wusste, wenn man ein Kommando überholt hat und die sind das Kommando nicht schnell auf die Seite, sind die SS-Männer vor und haben die Häftlinge alle hineingestoßen, gell? Die wurden nicht schnell genug auf die Seite. Deshalb bin ich langsam vorbeigefahren und bin dann halt einfach abgehauen vor dem Hauptstumpfier, nicht? Also was für Leute meinen Sie, dass es intelligente Leute waren, die Hundestaffelleute? Die Hundestaffelleute, das war so. Das waren schon mehr Leute, die wo nicht mehr zu den Versehrten gegolten hatten, gell? Das waren schon aktive Soldaten. Ich nehme an, dass sie ausgebildet und Dings vom anderen Lager nach Auschwitz gekommen sind. Also da weiß ich nicht Näheres, sondern nur, ich habe es nur immer beobachten können. Cut. Ja. Oh man, you're running. 1288, take one. Herr Berg, viele Leute haben im Lager organisiert. Sie haben mal jemand hat Ihnen also einen Persermantel angeboten für Ihre Frau. Also wurde viel organisiert. Wie
Wie sind die Leute gewesen? Ja, so einen Einblick habe ich nicht gehabt, aber ich wusste, dass organisiert worden ist im Lager, das wusste ich schon. Aber jedem das und das zu beweisen, wäre ich ja nicht in der Lage. Aber ich habe einmal einem Unterscharführer mit Namens Peukert, er war von Wien, dem habe ich mal für seine Häftlinge, habe ich mal raus nach Kanada, habe ich 13. Kartoffel rausgeschmuggelt. Die habe ich unter dem Kartoffelkeller, habe es geholt, der Ding hat es mir gegeben, der Schäbeck damals nicht. Und ich habe es zu denen hinausgefahren. Und dann hat mir, da war ein Arzt dabei bei seinem Kommando, hat ein Kommando gehabt mit 5 Mann. Die waren in so einer kleinen Barage drin und haben die Pelze und die Mäntel, Frauenmäntel und einfach erstklassige Kleidung sortiert. Ich habe damals festgestellt, dass da war ein Transport eingelaufen gewesen von Holland. Die holländischen Juden waren sehr nobel und sehr fein angezogen. Jede dritte Frau, getraue ich mir zu behaupten, hat einen Persianermantel getragen. Und so war ich jetzt da draußen beim Peikert und ein Häftling, ein ungarischer Arzt, er war mit dem Ungarn Häftlingszug nach Auschwitz gekommen. Den hat sich so gefreut, dass ich die Kartoffel gebracht habe. Gell? Und da haben sie halt mich mit aller Hand versucht zu beschenken. So ein Persianermantel habe ich Frau, jawohl. Auf ihre Frau kann ich einen raussuchen, kann ich mitnehmen. Ich sage, nein, das geht nicht, das ist verboten und das ist nicht günstig. Aber ich möchte schon gern den Mantel. Aber jetzt nehme ich nicht mit, ich nehme ihn nicht mit, aber ich habe ihn auch nicht mitgenommen, ich konnte ihn nicht mitnehmen, ich habe keine Lust gehabt einfach. Einen kleinen Haarschneideapparat, elektrisch, das hat man bei uns ja damals noch gar nicht gekannt vor dem Krieg, gell? Den hat er eingesteckt, dann ist er gelaufen, gell? Und hat man keinen Haarschneider, aber so zierlich und so schön wie der war. Also ich habe gestaunt, dass man in einem anderen Land, wo man meint doch, Deutschland wäre in der Technik so hoch, dass die so einen schönen Apparat fortgebracht haben. Viele Leute. Ich habe den Apparat aber auch nicht genommen, habe mich mal geredet, dass ich es nicht gemacht habe. Ja, aber viele andere Leute haben das gemacht. Also haben sie also beobachtet, wie sie sich gefreut haben? Also. Ich habe Ihnen ja schon bereits gesagt, unsere Beobachtung schon damals im Haus der Waffen-SS. Und solche Beobachtungen haben wir ja viel machen können. Das ist ja absurd, wenn ich sage, der Mann hat das alles von selber, von zu Hause mitgebracht und trägt es den Ring. Das hat man sich ja denken können, wenn gerade wo die holländischen Juden sehr viel Gold und Brillanten gebracht haben. Das ist mir nämlich sehr gut bekannt. Diese Sachen wurden ja meistens gesammelt von Häftlingskommando, gell? Und denen war ja angedroht, dass sie fertig gemacht wurden, wenn einer erwischt wird, der wohl irgendwas entwendet. Unter Aufsicht von SS-Leuten, vom Kommandoführer war das nicht. Das war ein Kommando, das war vielleicht 80 Mann stark, hat die Sachen sortiert, gell? Das Wichtige ist da reingekommen, das Wichtige ist dort rein sortiert worden, ist in Koffer reingeschmissen worden, ist in Baguette verpackt worden und ist von uns ein gewisser Gar mit Anhänger ist rausgefahren nach Kanada und hat dann diese Sachen aufgeladen. Cut. 1289, take one. Herr Böck, können Sie mir sagen, also können Sie mir ganz kurz erzählen, wie das war, als Sie mit Häuptlinge zu der Aktion gefahren sind? Häuptlinge wusste ja, dass ich mit Rudi und mit Ludi, mit den beiden Spanienkämpfern, dass ich mit denen enge Beziehungen habe. Und die beiden Spanienkämpfer haben natürlich großes Interesse gehabt, wie es bei der Aktion draußen zugeht. Häuptlinger sagt zu mir, Richard interessierte die Aktion, sei ja sogar sehr. Sagt er, ich nehme dich heute Abend mit raus. Und dann hat er mich abends mit rausgenommen. Wir sind rausgefahren, nicht nach Burgenau an die spätere Rampe, sondern raus, wo der Zug gehalten hat, an dem Dingsabhang. Damals war ein holländischer Transport gewesen. Wie schon ich schon einmal gesagt habe, die holländischen Juden sind alle sehr elegant und reich nach Auschwitz gekommen.
Von da aus ist er mit dem Dings gestanden, mit dem Sankerwagen. Ich bin drin geguckt, habe Beifahrer markiert. Und dann haben wir so auf die LKW rausgefahren zum Bunker 1. Dort waren ungefähr 4 große Hallen gewesen. Gell? Die Hallen hatten keine Decken, nur die schiefe Dach drauf. Wir sind aus dem Zankerwagen raus, der Häftling hat vorher nichts zu tun gehabt. Und da sind wir reingegangen in die Halle und da haben sich die sogenannten Häftlinge, die Zugänge, die Nähzugänge, haben sich entkleiden müssen. Und da hat es geheißen, fertig machen zur Desinfektion. Kleidung war so hoch drinnen gelegen. Es waren Bretter runter, dass die Kleidung nicht runtergefallen ist. Und auf der Kleidung drauf, so hoch, sind die Neuankömmliche, die holländischen Juden, gestanden und haben sich ausgezogen. Viele haben ihre Kinder versteckt oder zugedeckt unter der Kleidung drinnen. Manche haben sogar auch Kleidung beiseite gelegt und haben mit den Füßen gestanden, weil es war doch sehr kalt damals. Es war ungefähr anfangs Winter. Und haben die Füße sich zugedeckt mit der Kleidung, wo schon drinnen gelegen ist, gell? Gut, jetzt hat es Kaiser fertig gemacht, dann sind sie raus, dann haben sie müssen nackt laufen, ungefähr 20 Meter von der Halle bis rüber zum Bunker 1. Dort haben sie zwei Tieren haben sie aufgehabt und dort sind sie reingegangen. Und wo eine gewisse Zahl drin war, haben sie die Tieren zugemacht. So ist ungefähr dreimal so gegangen, gell? Jedes Mal hat Mr. der Helbing raus und seinen Sankerwagen aufmachen und da haben die aber so eine Pixie rausgenommen, einer von den SS, von den Blockvierer, und ist die Leiter hochgestiegen und hat dann oben beim runden Loch so ein Tierle aufgemacht, ein easy Tierle, und hat das Pixie rein und hat da so geschüttelt und hat das Tierle wieder zugemacht und dann ging ein mächtiges Schreien los, so ungefähr nach meiner Schätzung 10 Minuten und dann ist so langsam ruhig geworden. Dann habe ich zum Häblinger gesagt, kann man da näher hinkommen, auch wenn sie die rausholen. Dann sind wir näher hingegangen, sie Tore aufgemacht, Häftlingskommando war das gewesen, gell. Da ist schon nur blauer Dunst rausgekommen, gell. Und da habe ich so reingeschaut und habe ich gesehen, direkt eine Pyramide. Also alle sind aneinander so aufgestiegen und bis oben, der letzte oben gestanden ist, alle aufeinander, so spitziger Haufen war das gewesen, mit dem Spitzzug. Haben wir so die Häftlinge rein und haben wir so das auseinanderreißen. Ich sage Ihnen, da hat einer der Arm da unten beim einen Fuß unter Rieber gehabt und oben rein und sein Finger beim anderen im Auge drin so weit reingekrampft gehabt. So waren die alles zusammengekrampft. Die haben müssen ziehen. Da haben wir gemeint, dann war es dieser Ziehen, bis die, also diese Leute alle auseinandergebracht haben. Wir sind wieder zurück zur Halle und da sind so die Letzten jetzt rangekommen zum Ausziehen, die wo sich immer ein bisschen noch geweigert und die wo es. Eine Frau hat gesagt, es sei kalt, hat sie vielleicht gemeint. Und so, ich habe dann aber doch verstanden, das sei sie nicht gewöhnt, sowas nicht. Und da habe ich gedacht, meine Frau, das glaube ich schon, dass sie sowas nicht gewöhnt sind. Und ein Mädel mit schönen schwarzen Haaren, gell, schönes Mädel, ist so dort geguckt und die wollte sich nicht ausziehen. Und dann kommt ein SS-Mann her und dann sagt er zu der, du willst die wohl nicht ausziehen. Hat sie so die Haare so geschmissen und hat ein bisschen gelacht. Dann ist er weg und dann kommt er wieder zurück mit zwei Häftlingen. Dann haben sie ihr die Kleidung buchstäblich, ich sage Ihnen, runtergerissen. Und herüber und rüber hat sie jeder am Abend genommen und haben sie es durch den Schnee raus und rüber zum Bunker 1. Und haben sie es, nein, dann haben sie noch schnell alle die Häftlinge müssen nachsehen, wo kleine Kinder zudeckt waren. Gell, die haben alle rausgeholt, schnell die Tiere aufgemacht. Bums, haben sie die ganzen Kinder reingeschmissen und die Tiere zugehaut. Oh, ich muss brechen, habe ich gesagt. Ja, mei, habe ich gesagt, Karl, sowas habe ich noch erlebt in meinem Leben. Das ist ja fast Fußbares. Und glauben Sie, wo die Kinder weggeschmissen haben, wie die geschrien haben drinnen. Jetzt haben sie zuerst gewusst, die Leute, um was da geht. Dann habe ich gesagt, ja, du Karl, komm mir nicht bald abhauen. Ich kann es nicht mehr aushalten. Da sagt er, ja, mir geht es ja auch so. Aber ich muss nur bleiben jetzt. Bis die leeren Pixen alle zusammen sind, die kommen rein, dann muss ich zurückfahren wieder. Dann bin ich mit ihm wieder zurückgefahren. Und was hat Hölblinger Ihnen gesagt, also wie es Ihnen gegangen ist, dass er es jeden Tag sehen müsste wieder? Hat Ihnen erzählt, er hätte sich dran gewöhnt. Können Sie mir das sagen? Ja, so nicht so. Der Hölblinger hat gemeint, er macht den Dienst, macht ihm gar keinen Spaß und hat auch keine Freude dran, aber
Er ist schon noch lieber bei der Fahrbereitschaft als wie bei der Wachkompanie. Aber hat er gemeint, weißt du, so langsam gewinnt man sich auch schon so an alles. Aber für mich war Helblinger ein ganz guter Charakter, ein braver, ein edler Mensch. Helblinger hat keinen Häftling geschlagen oder keinem Häftling was Unrechtes getan. Im Gegenteil, Helblinger hat immer überall auch die Häftlinge zugeschmuggelt. Ja. Allerdings...